Willkommen auf meinem GIMP-Kanal, mein Name ist Michael. In dieser Episode möchte ich euch den Retro-Look zeigen oder Retro-Style zeigen, und zwar wie man den erstellen kann, logischerweise. Ich habe mir hier diese Vorlage gerichtet und hier noch eine Textur. Beide Links gebe ich in die Beschreibung des Videos mit hinein, da könnt ihr das nachbauen, natürlich auch mit GIMP 2.8, logischerweise. Ich nutze hier GIMP 2.9. Gut, wir fangen an, indem wir die Ebene hier einmal duplizieren, gehen auf unsere Textur, rechte Maustaste, bearbeiten, kopieren. Und dann gehen wir wieder zurück auf unsere Standardvorlage, die wir benutzen wollen. Rechte Maustaste, bearbeiten, einfügen. Und nun werden wir hier mit diesem Schalter die schwebende Ebene zum Ebenenstapel hinzufügen. Rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebene auf Bildgröße. Und nun stellen wir hier unseren Ebenenmodus auf Soft Light und werden hier mal eine Ebenendeckkraft von 30% angeben. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Wir werden mal weiter höher bleiben, so um die 80%. Ja, gehen wir mal zurück auf 80%. Das, glaube ich, ist der richtige Weg. Und wir werden jetzt noch hingehen und auf Farben gehen. Sättigung, also Farbtonsättigung, und werden hier die Sättigung mal noch um 30%, vielleicht 40%, 35% zurücknehmen. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Nun duplizieren wir die Ebene sicherheitshalber, gehen auf Farben, Kurven, nehmen hier uns erst einmal den Rotkanal und hier werden wir so eine S-Kurve erschaffen, indem wir hier an diesem Punkt etwa das Rot etwas abdunkeln und hier in dem Bereich das Rot etwas aufhellen. Dann gehen wir auf die Farbe Grün. Bei Grün werden wir einfach in der Mitte der Standardparallele uns hier das ein ganz wenig nach oben ziehen, nicht so arg viel. Und nun im Schluss hier mit Blau arbeiten. Blau werden wir einfach mal hier auf so 25 in etwa gehen. Und hier, also in den dunklen Bereichen und den hellen Bereichen, werden wir das auch auf circa 25% herunterziehen und bestätigen mit OK. Jetzt erstellen wir eine neue Ebene transparent. Suchen uns hier ein Blau. Ich habe hier 6C92FF gewählt. Das hatte ich im vorhergehenden Video auch schon genommen. Und ziehen uns diese Farbe hier in unsere soeben geschaffene Ebene hinein. Stellen den Ebenenmodus hier auf Soft Light und stellen hier die Ebenendeckkraft auf 50%. Erstellen wieder eine neue Ebene, transparent. Nehmen uns hier dieses Pink, das ist FFC0CB, ziehen uns dieses Pink in die transparente Ebene hinein, stellen den Ebenenmodus ebenfalls auf Soft Light und gehen mal hier auf 30%. Entschuldigung, ich habe es ein bisschen an den Bronchien, seht mir das nach. Im nächsten Schritt erstellen wir wieder eine neue transparente Ebene, suchen uns hier diese cremefarbene Farbe, ziehen Sie uns in die soeben geschaffene transparente Ebene hinein und stellen hier den Ebenenmodus auf Multiplizieren und gehen auch hier auf eine Deckkraft von 30 bis 50%. Schauen wir mal bei 50%. Ich würde vorschlagen, das ist okay so. Rechte Maustaste, sichtbare Ebenen vereinen. Und nun wären wir fertig. Ich gehe mal noch ein bisschen hier, das kleiner zu machen, um das ein bisschen kleiner zu machen, sieht man das ein bisschen deutlicher. Ursprüngliches Foto, Vorlage, Retro-Effekt oder Retro-Style, wie auch immer man das nennen mag. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, baut's nach. Ja? Schreibt mir einen Kommentar, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Schenkt mir vielleicht ein Abo, teilt meine Videos im Netz, vielleicht mag der eine oder andere das mal zur Diskussion stellen.
Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.